Ja, sieht so aus. Ja, dann auch von mir herzlich willkommen hier zur ersten Vorlesung dieser Ringvorlesung im neuen Jahr und in diesem Sinne auch Ihnen allen noch ein gutes neues Jahr. Und ja, wir hoffen, dass in dem Jahr auch gut wird mit dem Klimaschutz und mit der Bewältigung der Klimakrise. Heute kam ja eine Nachricht, dass die CO2-Ausstöße in Deutschland laut einer Studie so gesunken sind, dass das wieder Hoffnung macht. Allerdings deutet das auch schon ein bisschen das Problem an. Das ist ja eine regionale Betrachtungsweise. Weltweit sieht ja die Geschichte etwas anders aus und die Einsparungen sind ja auch nur auf einen Sektor beschränkt. Andere Dinge sind ja dann noch im Fluss. Ja, es ist also einiges noch zu tun und das gilt auch für die Textil- und Bekleidungsbranche. Sie haben vielleicht schon mal gehört, im letzten Jahr kam so eine Meldung, dass die Textilbranche mehr CO2 ausstößt als Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Das überrascht einen vielleicht erst einmal, aber man muss natürlich auch bedenken, Kleidung hat jeder, aber Fliegen tut nicht jeder zum Beispiel. Und es gibt ja auch Überschneidungen dazwischen, die Textil- und insbesondere die Bekleidungsbranche bedient sich ja auch der Schiff- und Flugfrachtmöglichkeiten für ihr Geschäft. Ja, mein Name ist Rudi Voller, ich war bis letztes Jahr März Professor im Fachbereich für Textil- und Bekleidungstechnik, habe da das Fach vertreten, was ich vor 50 Jahren hier an der Hochschule angefangen habe zu studieren, nämlich Mathematik, und habe das also 20 Jahre im Fachbereich dort gemacht, habe vor ungefähr 12 Jahren angefangen, mich mit dem Thema Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility in der Bekleidungsbranche zu beschäftigen. Ja, und habe dann mit einigen Kollegen auch aus anderen Fachbereichen zusammen dieses Kompetenzzentrum für Ethik und Nachhaltigkeit und CSR gegründet und an dem Thema eben dann auch gearbeitet. Und so kommt es heute zu dem Vortrag. Ja, es soll ein Bogen geschlagen werden. Eigentlich steht so ein bisschen der Titel für den Anfang und das Ende der Vorlesung. Dazwischen werden noch einige andere Sachen kommen. In der Textil- und Bekleidungsbranche wird das Thema nicht so direkt am Klimawandel aufgehängt. Das liegt daran, dass das so als Teil des Themas Nachhaltigkeit betrachtet wird. Das Thema ist ganz virulent aufgekommen nach dem Unglück von Rana Plaza in Bangladesch und beschäftigt also die Textil- und Bekleidungsindustrie schon einige Jahre. Dazu kam die Detox-Kampagne von Greenpeace 2012 gestartet zur Beseitigung von 11 giftigen Chemikaliengruppen aus der Textilproduktion. Und das hat also die Sache so etwas getrieben. Und ja, dazu kam jetzt die Klimaschutzbewegung Fridays for Future und so, die das Thema dann nochmal weiterbringen. Wir werden uns deswegen heute in diesem Bogen beschäftigen, zunächst mal mit Bekleidungskonsum und Nachhaltigkeits- und Nachhaltigkeitsproblemen. Dann ein bisschen grundsätzlich, was sind die Grundlagen Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility? Was sind Vorgaben auch für die Textilbranche? Und dann brechen wir das eben auf das Thema Textil und Bekleidung herunter und gucken uns den Spezialfall Bangladesch kurz an. Und dann geht es um Lösungsansätze, also wie kann die Bekleidungsbranche nachhaltiger werden. Dazu gehört es, dass man auch auf das Thema hier Zertifikate, Label, Siegel, Standards, wie immer man das nennt, eingeht. Und man landet dann bei Slow Fashion. Warum, werden wir dann im Laufe des Vortrags sehen. Ja, zur Einleitung vielleicht erstmal ein Überblick. Hier sind einige Zahlen so über Textilproduktion, über Arbeitsplätze, Milliarden von Kleidungsstücken und Tonnen von Bekleidung, die produziert werden. Das zeigt also, dass die Textil- und Bekleidungsindustrie schon also eine wichtige Industrie ist. Ich will mal den Fokus auf die vier unteren Spiegelstriche hier lenken. Also in Deutschland werden jährlich 2 Millionen Tonnen Textilien verkauft. Das sind 28 Kilo pro Person und das teilt sich
auf in zwei Bereiche, da sage ich gleich noch was zu. Davon ist ungefähr die Hälfte Bekleidung. Das bedeutet, dass auch in einem ähnlichen Umfang Bekleidungsteile und Textilien entsorgt werden müssen. So, dann haben wir, so soll man sehen, habe ich hier was vorbereitet. Das ist eine Umfrage zum Thema Bekleidungseinkauf. Ich würde Sie bitten, wenn Sie das jetzt machen könnten, dass Sie auf Ihrem Smartphone oder Handy diese Adresse hier www.menti.com eingeben. Wenn Sie die aufrufen, werden Sie diesen Code eingeben können und dann, wenn es geht, an der Umfrage hier zum Bekleidungseinkauf teilnehmen. Es ist sehr einfach. Es geht eigentlich nur darum, für Sie persönlich, was ist für Sie das Wichtigste, wenn Sie Bekleidung einkaufen? Das ist jetzt hier etwas kleiner, aber Sie sehen es auf dem Smartphone dann auch. Die fünf Kriterien, zwischen denen Sie sich das aussuchen sollen, ist einmal der Preis, die Qualität, dann die Passform, das Thema Nachhaltigkeit oder das Design oder sagen wir das modische Outfit. Was bestimmt Ihren Bekleidungskauf am meisten? Ja, wir sehen schon eine deutliche Präferenz für einen Punkt hier und ich hoffe, dass es bei den meisten so funktioniert und ich mache das mal eben etwas kleiner. Es reicht ja, dass wir hier sehen, wohin sich diese Balken bewegen und so, dann gucken wir mal, ob wir das nochmal ein bisschen kleiner hier machen können, dass wir unten diese Spiegelstriche nochmal sehen. Ich erzähle kurz nebenher, während wir sehen, wie die Balken sich da verändern, dass wir in Deutschland gerne oder auch bei uns im Fachbereich vor allen Dingen auch unterscheiden nochmal zwischen Textil im Speziellen und Bekleidung. Das ist vielleicht wichtig für das, was ich heute erzähle. Bekleidung, denke ich, ist klar. Mal wird es mit Lederbekleidung und mit Schuhen zusammengefasst, mal ohne diese Lederteile betrachtet. Aber das ist sozusagen die Bekleidungsindustrie. Dann gibt es als zweites Standbein das, was Sie hier sehen, die Hype-Textilien. Das sind Vorhänge, Bettwäsche, Handtücher und, oder auch Möbelstoffe und diese Dinge. Auf die gehe ich heute hier überhaupt nicht im Detail ein, aber das ist von der Produktion her mit der Bekleidung sehr verwandt. Dann haben wir als Spezialfall der Heimtextilien die Teppiche, da ist die Produktion schon und auch die Anforderungen etwas verändert und dann diesen großen Bereich der technischen Textilien, der sich sehr von dem der Bekleidung unterscheidet. Warum ist das so? Technische Textilien, das sind Dinge, die, das ist der Bereich der Textilbranche, der in Deutschland noch wächst. Das ist der Bereich, der auch vorwiegend noch hier in Europa hergestellt wird. Und das sind Textilien, ich fange mal an mit Autozubehör, also Autoinnenausstattung, nicht nur Sitze und Gurte, sondern auch Innenverkleidung und aus Carbonfasern hergestellte Autoteile, all das gehört in dem Fall zu dem Bereich technische Textilien. Dann gehört dazu der Bereich der medizinischen Textilien. Das können sein aus Textilien hergestellte Prothesen. Das sind zum Beispiel künstliche Adern oder so Teile, wie ich sie auch in mir trage, nach einem Leistenbruch, so Gitter, die einem dann da einoperiert werden. Also der Bereich Medizintechnik ist auch ein Anwendungsfeld. Bautextilien ist ganz wichtig, Geotextilien. Auch da spielt zum Teil diese Carbonfasergeschichte eine große Rolle. Ja, und da trifft es mit Bekleidung nochmal zusammen, der Bereich Schutzbekleidung. Also Schutzbekleidung zum Beispiel, wenn Sie an Feuerwehrleute denken, die muss ganz andere Anforderungen erfüllen als normale Bekleidung. Und das hat selbst Greenpeace bei der Detox-Kampagne ausgenommen, weil die Vorschriften eine Beschichtung mit giftigen Stoffen erfordern, sonst werden die Normen, die Produkte erfüllen müssen, eben, sonst wird denen nicht Genüge getan und das ist deswegen nochmal ein sehr spezieller Bereich. Ja,
Das macht also zusammen die Textilien gut die Hälfte der Produktion aus, Bekleidung knapp die Hälfte. Und wir werden hier heute, weil das für den Einzelkonsumenten, für den Endverbraucher eigentlich das entscheidende Thema ist, über Bekleidung reden. Und das, der zweite Grund ist, dass da eben die Produktion überwiegend im Ausland und in Entwicklungs- und Schwellenländern stattfindet. So, jetzt haben wir hier ein Ergebnis von denen, die mit abgestimmt haben. Also mit Abstand, die meisten haben sich entschieden für die Passform. Dann an zweiter Stelle mit großem Abstand Design, knapp vor Qualität und Nachhaltigkeit und dann der Preis. Also das ist etwas ungewöhnliches Ergebnis im Rahmen einer solchen Umfrage. Und das liegt aber vielleicht auch an dem Auditorium hier, das dem Thema Nachhaltigkeit besonders aufgeschlossen ist. Ich möchte deswegen noch eine zweite Umfrage machen, indem Sie die Frage nicht für sich persönlich beantworten, sondern den Punkt angeben, wo Sie meinen, dass der dem Verbraucher im Allgemeinen am wichtigsten ist. Da kommen wieder diese vier Teile: Preis, Qualität, Passform und Design. Und hier habe ich jetzt die Nachhaltigkeit mal in ökologisch und sozialverträglich aufgeteilt, weil das doch auch noch mal einen Unterschied ausmachen kann. Und ich würde dann mal Sie bitten zu gucken, was Sie dafür das Wichtigste halten. Ja, das bewegt sich schon in die Richtung, wie es auch die Umfragen so im Grunde hergeben und passt zu der Umfrage, die ich Ihnen gleich zeigen werde und auch zu dem, was wir in der Hochschule so in Untersuchungen herausgefunden haben. Und man muss da auch manchmal ehrlich sein. Ich erzähle bei solchen Vorträgen gern auch mal, wie mir das selber als Verbraucher geht, wenn ich einen Wintermantel, sage ich mal, brauche und gehe dann also auf die Suche nach einem geeigneten Stück. Dann, Sie sehen ja, ich bin über 1,90 Meter groß, da ist es schon von der Größe etwas schwierig. Wenn ich dann hier in Düsseldorf so in 3-4 Läden gehe, da bin ich froh, wenn ich 2 oder 3 Exemplare gefunden habe, die mir passen oder auch die gut sitzen und die entsprechende Farbe haben. Und dann kann man von diesen Kriterien nicht mehr sehr viele anlegen. Man muss sich dann zwischen den 2 oder 3 Exemplaren da entscheiden. Nun ist Wintermantel auch nicht das beste Beispiel für nachhaltige Bekleidung, wenn Sie nachher die Online-Plattformen, die ich Ihnen da zeigen werde, mal nach Wintermantel durchsuchen, dann werden Sie auch nicht sehr fündig werden, auch für normale Größen, was man da kaufen kann. Aber das macht auch so ein bisschen das Dilemma beim Einkaufen deutlich für den Verbraucher. Und es ist nicht das einzige Dilemma, wenn man nach nachhaltiger Bekleidung sucht. Ja, wir sehen hier, das entspricht so in etwa den Umformen. Der Preis hat einen guten Vorsprung. Das ist oft in den Umfragen so, dass eher diese beiden Punkte, Passform und Design, noch vor dem Preis liegen. Aber dass diese 4 Punkte deutlich höher gewichtet werden als nachhaltige Gesichtspunkte, das ist schon eine Tatsache. Und das sehen wir jetzt hier an dem Foto der Greenpeace-Umfrage. Ja, da war Materialausschnitt, also das Aussehen oder das Design, mit Abstand der wichtigste Punkt. Dann kam der Preis und die Qualität. Die haben dann hier noch Marke und Freundesempfehlungen. Und auch hier so ganz am Ende kommen dann diese Kriterien, die so in die Richtung Nachhaltigkeit gehen. Da sind Leute im Alter zwischen 18 und 69 Jahren befragt worden. Ich weiß nicht, entweder 3.000 oder 5.000, also ist schon eine repräsentative Umfrage. Und da ergibt sich diese Kurve, die sich auch mit den Umfragen in einem Projekt, was wir von der Hochschule durchgeführt haben, da in etwa decken.
Ja, und wie sahen oder was geben diese, was ist die Ursache dafür, dass der Bekleidungskonsum, dass beim Bekleidungskonsum Nachhaltigkeit nicht so eine große Rolle spielt? Ja, wir haben auch in mehreren Umfragen die Leute befragt. Diese Umfragen, die sich auf diesen Zeitraum hier beziehen, die haben das wiedergegeben, was ich so gerne Halbierungsregel nenne. Die Halbierung besteht darin, dass 60% der Befragten das Thema Nachhaltigkeit für wichtig hielten. 30%, also die Hälfte davon, überlegt auch nachhaltig zu kaufen und ist auch bereit, bis zu 10% mehr zu bezahlen. Und nochmal die Hälfte kauft wirklich. Ja. Und das ist, deckt sich mit anderen Untersuchungen auch. Diese Lücke, die sich da auftut, die nennt man Attitude-Behavior Gap. Und das ist ein großes Problem, wenn man Nachhaltigkeit den Verbrauchern nahebringen will, dieses Gap zu überwinden. Dass das Thema Nachhaltigkeit und Klima, auch durch die Klimawandeldiskussion, an Dynamik gewonnen hat, sieht man daran, was die letzte mir bekannte Umfrage ergeben hat. Da hat sich das von 60% auf 80% erhöht und auch diese Überlegenden sind Richtung 40% angestiegen. Die es wirklich tun, liegt immer noch unter 20%, aber man sieht so, die Halbierungsregel ist beibehalten worden, aber es hat sich wenigstens in die richtige Richtung bewegt. So, dann möchte ich Ihnen einen kleinen Film zeigen. Ich hoffe, dass das jetzt so wie eben auch mit dem Ton einigermaßen passt über das Thema Bekleidung einkaufen. Und ich hoffe, man kann alles gut hören und sehen. Das sind Lisa, Andreas und Laura. Sie gehen gerne zusammen shoppen. Heute hat Andreas ein neues T-Shirt gekauft. Doch woher kommt dieses T-Shirt eigentlich? Die drei haben sich mal umgehört. Jeder Deutsche kauft ca. 15 Kilogramm Kleidung pro Jahr und wirft sie dann wieder weg. Allein 500 Millionen T-Shirts und Unterhemden werden in Deutschland jährlich verkauft. Wir bezahlen für ein Billig-T-Shirt 4,95 Euro. Den eigentlichen Preis dafür zahlen andere. Wie wird aus dem Rohstoff Baumwolle ein T-Shirt in unserem Kleiderschrank? Nach Anbau und Ernte der Baumwolle wird diese zum fertigen T-Shirt weiterverarbeitet. Das T-Shirt wird dann nach Deutschland transportiert und gelangt über den Einzelhandel zu dir. Jährlich werden weltweit 25 Millionen Tonnen Baumwolle erzeugt. Zur Herstellung dieser billigen Baumwolle werden hochgiftige Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Ganze Landstriche und ihr Grundwasser werden von den Chemikalien verpestet. Die Böden trocknen aus und versalzen. In trockenen Gebieten wird für die Baumwollerzeugung jährlich so viel Wasser verbraucht wie durch alle privaten Haushalte weltweit. Doch nicht nur die Umwelt ist belastet. Auch die Menschen, die die Baumwolle produzieren, leiden unter dem Pestizideinsatz. Jährlich sterben Tausende von Menschen in der Baumwollproduktion aufgrund der eingesetzten Chemikalien. Viele davon Kinder unter 14 Jahren. Nach der Ernte der Baumwolle muss der Rohstoff verarbeitet werden. Das Garn muss gesponnen werden, die Textilien gewebt, gebleicht, gefärbt und genäht. Hier arbeiten vor allem Frauen. Nur 15-20% stehen in einem offiziellen Arbeitsverhältnis. Bei der Baumwollverarbeitung herrschen massive Menschenrechtsverletzungen. Die Löhne sind oft nicht höher als ein Drittel des nationalen Mindestlohns. Arbeiter dürfen Gewerkschaften nicht beitreten. Es gibt kaum unabhängige Kontrollen, die soziale Mindeststandards überprüfen. In Bangladesch etwa verdienen sie ca. 8 Cent pro Stunde und müssen dafür um die 250 T-Shirts stündlich produzieren. Und wie weit reist eigentlich das T-Shirt, bevor es in unserem Kleiderschrank landet? Ein beispielhafter Produktionsweg sieht wie folgt aus. In Indien wird die Baumwolle angebaut und geerntet. In der Türkei wird sie versponnen, in Taiwan werden die Stoffe gewebt, in Polen gefärbt und in Bangladesch werden die Einzelteile zusammengenäht, bis sie in Deutschland verkauft werden.
Und wie setzt sich der Preis des Billigshirts zusammen? Der Rohstoff kostet ca. 40 Cent. Die T-Shirt-Herstellung 95 Cent, der Transport ca. 6 Cent. Die Kosten in Deutschland sind die teuersten, mit 2,15 Euro für Vermarktung. Dies umfasst Personalkosten, Werbung und Filialkosten. Dazu kommt eine Umsatzsteuer von 79 Cent. Dies macht einen Gewinn von 60 Cent pro T-Shirt für das Unternehmen. Damit ist der Gewinn des Unternehmens pro T-Shirt fast 2000 Mal so hoch wie der Lohn einer Näherin. Und was kannst du tun? Jeder Einzelne ist in seiner Rolle als Konsument gefragt. Qualität ist besser als Quantität. Ein fair produziertes T-Shirt würde um die 20 Euro kosten. Aber Vorsicht! Teuer ist nicht automatisch sozial und ökologisch. Luxusmarken sind nicht immer besser, da sie häufig unter denselben Bedingungen produzieren lassen. Achte stattdessen auf Nachhaltigkeitssiegel und Label. Doch Achtung! Nicht jedes Siegel garantiert eine faire, soziale, ökologische und transparente Produktion. Vor allem große Konzerne nutzen eigene Siegel als PR-Strategie, um sich ein umweltfreundliches und verantwortungsbewusstes Image zu verleihen. Außerdem kannst du deine Kleidung recyceln, sie in Second-Hand-Läden bringen oder Kleidertauschangebote nutzen. So, ja, da haben wir eigentlich die wesentlichen Dinge schon gesehen, die wir jetzt noch vertiefen wollen. Man sieht also, worum es bei der Bekleidungsproduktion geht. Ich fasse nochmal hier für uns hier in Deutschland zusammen. Das ist also die Gruppe derjenigen, die da von Greenpeace befragt worden sind. Jeder hat also einen durchschnittlichen Bestand von 95 Kleidungsstücken. Da sind Strümpfe und Unterwäsche nicht mitgerechnet. Also die bleiben da noch außen vor. Und das verteilt sich eben auf knapp 55 Millionen Menschen, also ein Gesamtbestand von über 5 Milliarden Textilien, die man im Kleiderschrank hängen hat, wovon ein Fünftel fast nie getragen wird, ein weiteres Fünftel nur sehr selten, also nur 60% sind, wie man so sagen könnte, wirklich im Gebrauch. Und das macht auch so ein bisschen die Dimensionen deutlich, wenn man dazu noch nimmt, dass viele unverkaufte Ware einfach so verschwindet und entsorgt wird, sieht man, dass das Thema Textilproduktion schon ein gewichtiges Thema ist, auch durch die Umweltbelastung, die da angedeutet wurde und die wir gleich noch etwas vertiefen werden. Also das Thema oder der Begriff Fast Fashion, der taucht auf der Folie jetzt oben zum ersten Mal auf. Da steht so dahinter die Textilindustrie. Da stand eben, es ist eine Wachstumsindustrie, die Umsätze wachsen langsamer als die Produktion gemessen an Anzahl der Teilen. Die hat sich in den letzten 20 Jahren, glaube ich, verdoppelt. Und die Textilindustrie ist weltweit der zweitgrößte Wasserverbraucher und Verschmutzer. Sie sehen hier 7000 Liter für die Produktion einer Jeans. Gibt andere Statistiken, da ist die Zahl sogar noch höher und ja, ein sehr hoher Chemikalieneinsatz. Man muss also was tun. Greenpeace, ich habe es schon mal erwähnt, hat das mit der Detox-Kampagne angestoßen. Dieses Jahr 2020 soll Bilanz gezogen werden. Es haben viele Bekleidungsunternehmen, auch große Hersteller, sich beteiligt. Und es ist auch schon da einiges passiert. Ich komme da später noch mal drauf zurück. Aber was nutzt es, wenn die Bekleidung oder die Anzahl der eingesetzten Chemikalien, sagen wir mal, um 20% sinkt, aber die Bekleidung selber wächst um 40%, dann ist zwar bezogen auf das Einzelstück das alles besser geworden, aber in der Gesamtmenge und in der Belastung von Umwelt und Klima sieht das dann doch nicht so gut aus. Ja, kommen wir mal jetzt zu einer Art Exkurs. Also es wird jetzt etwas grundsätzlicher. Was ist der Rahmen, in dem sich jetzt auch die Textilbranche bewegen muss? Man muss sagen, die Textilbranche oder die Bekleidungsbranche, genauer gesagt,
ist ja nicht so reguliert wie zum Beispiel das Thema Verkehr, was wir in der letzten Vorlesung vor Weihnachten hier gehört haben. Da hat der Staat ja ganz andere Eingriffsmöglichkeiten. Straßenverkehrsordnung und Gesetze, die EU gibt, Abgasrichtlinien vor und so weiter. Das sind alles Dinge, die bis auf eine Chemikalienverordnung so für die Textilbranche nicht zutrifft. Es gibt keine Verordnung, die vorschreibt, dass Bekleidung so und so viel Biobaumwolle enthalten muss oder die den Konsum von Bekleidung irgendwie reguliert. Oder es gibt nur sehr wenig. Und deswegen soll jetzt mal der allgemeine Rahmen, in dem man sich bewegen sollte, kurz skizziert werden. Und dann brechen wir das auf die Textilbranche runter. Es ist vielleicht schon in früheren Vorlesungen diese Übersicht gezeigt worden, die Planetary Boundaries, ein Modell von Johan Rockström, schwedischer Wissenschaftler, der inzwischen in Potsdam am Klimainstitut arbeitet. Und da sind diese neuen Felder identifiziert worden als die ökologischen Belastungsgrenzen des Planeten. Man sieht, in dieser Übersicht ist es noch so, dass das Artensterben sozusagen der kritischste Punkt ist, zusammen mit dem Stickstoffkreislauf, aber auch die Klimakrise hier ist schon deutlich jenseits der eigentlichen Belastungsgrenzen. Auch Phosphor ist, was ja auch sehr wichtig ist, auch für die Welternährung, das sieht auch nicht so gut aus. Dass die beiden Bereiche hier noch grün sind, liegt nicht daran, dass da alles in Ordnung ist, gerade die Verschmutzung beispielsweise durch Plastik und Mikroplastik würde in diesen Bereich fallen, sondern es liegt daran, dass bei der Gruppe, die das untersucht hat, die sagen, da haben wir noch keine wissenschaftlich validierten Daten, um da den roten Balken auch anwachsen zu lassen. Das Einzige, was in dieser Zusammenstellung Mut macht, das ist sicher auch schon mal erwähnt worden, ist dieser Bereich, das Ozonloch, das hat man durch das FCKW-Verbot weitgehend eindämmen können und da kann man Fortschritte feststellen und das macht auch so ein bisschen Mut für die anderen Themen, dass man sagen kann, also wenn wir rechtzeitig und energisch genug einschreiten, ist da auch noch was zu machen, wobei beim Thema Artensterben vielleicht so an der einen oder anderen Stelle schon der Point of No Return überschritten ist, weil das Artensterben doch schon eine sehr bedrohliche Größenordnung angenommen hat. Innerhalb dieser ökologischen Belastungsgrenzen wird jetzt das Thema Nachhaltigkeit, das Bild haben Sie sicher auch schon hier gesehen, durch die 17 Sustainable Development Goals beschrieben, dass die Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Alle Länder sollen eigentlich das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen dieser 17 Ziele umsetzen und sind also angehalten, da Maßnahmen und Pläne zu entwickeln und auch darüber zu berichten, wie das Ganze voranschreitet. Und da finden Sie also im Internet jede Menge Material, auch vom Rat für nachhaltige Entwicklung, der für Deutschland oder für die Bundesregierung als Berater diesen Nachhaltigkeitsplan entwickelt und betreut. Das setzt auch den Rahmen eben für die Textilbranche. Und man sieht jetzt hier auf dieser Folie den Versuch einer Unternehmensinitiative. BSCI steht für Business Social Compliance Initiative. Das läuft jetzt seit 2 Jahren unter Amfori BSCI. Das ist also ein Zusammenschluss von sehr vielen Unternehmen, vor allem aus der Bekleidungsindustrie, die sich um das Thema nachhaltige Entwicklung kümmern und die haben also einen sogenannten Code of Conduct und die Mitglieder, die beitreten, müssen sich verpflichten, diesen zu erfüllen, allerdings nicht zu 100%, sondern es ist so ein stufenweiser Prozess und man weiß nie so genau, auf welcher Stufe die einzelnen Unternehmen, die sich gern mit der Mitgliedschaft brüsten, da angekommen sind, aber es ist eben ein Standard, der auch in den Zulieferländern schon bekannt ist und da gewisse Bedeutung erreicht hat. Die haben also versucht, das zunächst mal an das Kerngeschäft anzupassen. Die Ziele 4, 8 und 17 sind also da die Kernziele, 4, 8, 17, das wäre jetzt hier hochwertige Bildung,
menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum und Partnerschaften zur Erreichung der Ziele. Das haben die in den Kern gestellt und die anderen darum herumgruppiert und das dann runtergebrochen auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit, also auf Soziales, Ökologisches und Ökonomisches. Und das ist eben ein Versuch, sozusagen die Dinge in die Textilbranche auch hinüberzutragen. Ja, was hat es mit diesen drei Säulen auf sich? Das Thema Nachhaltigkeit ist ja eine gesamtgesellschaftliche und eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe. Und wenn man jetzt so eine Ebene darunter guckt, auf die einzelwirtschaftliche Ebene, dann sind wir in diesem Bereich Corporate Social Responsibility, also die unternehmerische Verantwortung für die Gesellschaft. Und die Unternehmen sind also aufgefordert, über eine entsprechende Strategie einen Beitrag zur allgemeinen nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Das macht man meistens an diesen drei Säulen oder drei Feldern fest, ökologisch, sozial und ökonomisch. Und man möchte natürlich hier in der Mitte, in der Schnittmenge aller drei Felder landen. Das hat der Amerikaner Elkington auf dieses Drei-Säulen-Modell für Corporate Social Responsibility übertragen. Im Englischen Three Pillars und deswegen 3P, Profit, People und Planet. Das entspricht also dieser nachhaltigen Entwicklung jetzt als Corporate Social Responsibility Modell. Er hat selber auf einer Tagung in Wuppertal in Köln vor einem Jahr gesagt, dass er das Modell schon für etwas überholt hält, dass man eigentlich noch zwei weitere Ps ergänzen müsste. Und es gibt auch einige Autoren, die das Profit inzwischen durch Prosperity ersetzen. Ja, das ist so ein bisschen Symbolik auch. Die meisten orientieren sich noch an diesem Drei-Säulen-Modell. Und was gibt es da für Grundlagen, woran sich das orientiert? Es gibt EU-CSR-Richtlinien, es gibt die Papiere der OECD, gerade letztes Jahr, und die Papiere zu den Sorgfaltspflichten, Due Diligence, wie man da neudeutsch sagt, gerade für die Textilindustrie. Es gibt eine ISO-Norm dazu und der Rat für nachhaltige Entwicklung. Ich habe ihn eben schon erwähnt, der die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt hat. Bauen das so aus. Und was man aber sagen muss, es sind alles freiwillige Maßnahmen ohne Sanktionsmöglichkeiten. Und das macht die Sache manchmal etwas schwierig. Um Ihnen jetzt das Thema CSR noch mal etwas näher zu bringen, habe ich hier einen Film von der Universität von St. Gallen. Und da gucken wir uns jetzt mal an, wie der Kollege Tschorner das Thema erklärt. Korruption und Bestechungen, Bilanzfälschungen, Unterstützung bei Steuerhinterziehungen, Ausbeutung von Mitarbeitern, grobe Menschenrechtsverletzungen in Schwellen- und Entwicklungsländern, die Verletzung von Verbraucher- und Persönlichkeitsrechten oder gewissenloser Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen sind nur einige wenige Beispiele, die die Schattenseiten unseres Wirtschaftens deutlich charakterisieren. Unter dem Begriff Unternehmensverantwortung, neudeutsch Corporate Social Responsibility, kurz CSR, wollen wir danach fragen, wie lässt sich CSR in der Praxis realisieren? Ein erster naheliegender Ansatz besteht darin, Bad Practices, beispielsweise Korruption oder Betrug, zu vermeiden. Konkrete Maßnahmen werden oft als Risikomanagement bezeichnet, mit dem es gelingen soll, finanzielle Risiken, aber auch das Risiko von Reputationsschäden zu vermeiden. Wer hat schon gern schlechte Presse? Dafür installiert man in Unternehmen klare Regeln, sogenannte Compliance-Systeme oder Wertemanagement-Systeme. Wie? Eine Flasche Wein darf man als Geschenk des Lieferanten annehmen. Die Einladung zum Golfwochenende nach Mallorca ist hingegen auszuschlagen. Risiko- und Compliance-Management ist gleichwohl nur ein Teilaspekt richtig verstandener Unternehmensverantwortung. Denn bei CSR geht es nicht nur um die Vermeidung von Bad Practices. Die herausfordernde Frage ist vielmehr, welchen Beitrag sollen und können Unternehmen für eine gute Wirtschaft durch gute Geschäfte leisten? Dann gründen wir also eine Stiftung oder spenden fleißig und tun so Gutes. Nein, das schadet zwar nicht und es mag sogar helfen, geht aber an systemischen Veränderungen vorbei.
Wichtig ist, bei CSR geht es nicht darum, wie Unternehmen ihre Gewinne verwenden, sondern wie Unternehmen ihre Gewinne erwirtschaften. Angesprochen ist damit eine stärker integrative Perspektive auf der Grundlage einer Wertebasis und nahe am Kerngeschäft des jeweiligen Unternehmens. Gute Geschäfte für eine gute Gesellschaft klingt ja alles schön. Aber wie kann das praktisch gehen? 4 Schritte dienen als erste Orientierung. Erstens, Unternehmen sollen ein Unternehmensleitbild entwickeln. Was ist der gesellschaftliche Sinn der unternehmerischen Tätigkeit? Welchen Beitrag will das Unternehmen für die Gesellschaft durch seine Geschäftstätigkeiten leisten? Welche Praktiken sind für das Unternehmen unter keinen Umständen akzeptabel? Dieses Leitbild sollte sich von einer engen Produktorientierung erst einmal lösen und sich stattdessen an gesellschaftlichen Bedürfnissen orientieren. Es geht nicht um Autos, sondern um Mobilität. Ein Versicherungsunternehmen verkauft keine Policen, sondern hilft Menschen im Umgang mit Risiken. Ein solches Leitbild sollte eine verbindliche und auch kodifizierte Wertebasis für das Unternehmen bilden. Auf dieser Grundlage und nur auf dieser Grundlage werden Geschäfte gemacht. Zweitens, geht es um eine Bestimmung von sozialen und ökologischen Themen im Austausch mit den Anspruchsgruppen des Unternehmens. Hinhören, zuhören und miteinander reden ist dabei wichtig, denn so rücken Unternehmen wieder näher an die Gesellschaft heran. Für die Systematisierung dieser Themen nutzen Unternehmen oft das Instrument der Wesentlichkeitsanalyse. Dadurch wird die Bedeutung sozialer und ökologischer Aspekte in einer einfachen Matrix geordnet, aus Sicht der Anspruchsgruppen ebenso wie aus Sicht des Unternehmens. Unternehmensverantwortung ist keine Blaupause, sondern bestimmt sich von Branche zu Branche und von Unternehmen zu Unternehmen durchaus unterschiedlich. Man muss und sollte das Rad aber nicht völlig neu erfinden, denn es gibt, drittens, durchaus einige Orientierungen, zum Beispiel den UN Global Compact oder die ISO 26000. Der Global Compact zum Beispiel beinhaltet 10 Prinzipien, bei denen es um Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung geht. Die ISO 26000 unterscheidet 7 Themenfelder mit nicht weniger als 37 konkreten Handlungsfeldern. Auch hier geht es um Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Umweltschutz und faire Geschäftspraktiken, sowie darüber hinaus noch um Konsumentenanliegen und die Einbindung von Unternehmen in die Gesellschaft. Das 7. Themenfeld der ISO 26000 schließlich ist die Organisationsführung, womit die systematische und strategische Verankerung von Verantwortung in der Organisation angesprochen wird. Viertens. Die konkrete Implementierung von Corporate Social Responsibility bezieht sich dann auf alle relevanten Funktionsbereiche und alle Fachabteilungen im Unternehmen. Das Beschaffungswesen, die Produktion, die Forschung und Entwicklung, das Personalwesen, das Marketing, den Vertrieb, die Werbung und so weiter. Im Beschaffungswesen beispielsweise werden damit die Arbeitsbedingungen bei Zulieferbetrieben zu einem Kriterium für die Lieferantenauswahl. Im Vertrieb gibt es Orientierungen für eine faire Beratung und absolute No-Gos bei der Auftragsakquise, um nur 2 Beispiele zu nennen. Was hier erst einmal recht kompliziert und aufwendig klingt, stellt auf den zweiten Blick eine wichtige Erleichterung dar. Die Implementierung von CSR kann an vorhandene Managementsysteme anknüpfen. Über diese 4 Schritte, erstens ein fundiertes Leitbild, zweitens die Identifikation von Themenfeldern im Austausch mit den Anspruchsgruppen, drittens eine Orientierung an allgemeinen Standards und viertens die strategische Verankerung in allen Funktionsbereichen des Unternehmens, kommt Corporate Social Responsibility dahin, wo sie hingehört. Sie wird integrativ umgesetzt und bezieht sich auf das Kerngeschäft von Unternehmen. Ja, soweit diese kurze Einführung in das Thema CSR. Ja, ich denke, da ist jetzt auch, die ISO wurde ja zum Beispiel erwähnt, so klar geworden, wie man da vorgeht. Wichtig ist eben, dass man unter CSR die Entwicklung einer nachhaltigen Strategie, die im Kern des Unternehmens verankert wird und alle Bereiche betrifft oder berühren soll, implementiert. Ja, was ich habe gesagt, ist praktisch alles freiwillig, was die Sache schwierig macht. Was gibt es an verpflichtenden Maßnahmen? In 2014 hat die EU zum ersten Mal verpflichtend da etwas vorgeschrieben, nämlich eine nicht finanzielle Erklärung, also eine Nachhaltigkeitsberichterstattung für große Konzerne, betrifft bei diesen Kriterien etwa 500 Unternehmen, große Unternehmen in Deutschland, setzt aber dann eine Entwicklung in Gang. Die verlangen dann natürlich von ihren Zulieferern auch entsprechende Berichte und
So setzt sich das fort. Nun, Berichte sind manchmal dicke Papiere. Ich kenne Nachhaltigkeitsberichte bis zu 200 Seiten. Die liest natürlich kaum noch jemand, also vielleicht noch ein paar Akademiker, die Konkurrenz und eigene Mitarbeiter. Also das ist auch jetzt nicht der Königsweg zur Nachhaltigkeit, aber der Schritt in Richtung verpflichtende Maßnahmen der EU ist es gewesen. Sollte bis 2016 umgesetzt werden, ist in Deutschland gesetzt geworden im April 2017, hat viele Änderungen im HGB und in anderen Gesetzen nach sich gezogen und die ersten Berichte liegen vor und man kann sich da schon gut informieren. Passt auch in den Trend, dass inzwischen sowieso fast alle Unternehmen, Kleidungsunternehmen sowieso, wenn sie auf die Internetseiten gucken, so eine Rubrik Unternehmensverantwortung oder Nachhaltigkeit haben, wo bestimmte Dinge beschrieben werden. Ist aber für denjenigen, der es liest, oft schwierig zwischen Greenwashing und echte Umsetzung solcher Anliegen zu unterscheiden. Und da ist auch sehr unterschiedlich stark umgesetzt. Was ist noch verpflichtend? Ich hatte schon mal die Chemierichtlinie REACH eben erwähnt. Das ist natürlich in Europa praktisch gesetzt, dass alle Chemikalien, die hier zugelassen werden, nach REACH zugelassen werden. Das ist eine relativ komplizierte Prozedur und schränkt auch den Gebrauch von Chemikalien ganz gut und auch verbraucherfreundlich, benutzerfreundlich ein. Aber es ist eben eine Richtlinie, die gilt in Europa. Vergleichbare Gesetze gelten in Asien in den meisten Produktionsländern nicht. Da haben Sie also das Problem, dass dort oft die Bekleidung mit Chemikalien produziert wird, die dieser Richtlinie nicht standhält. Warum kommt die Kleidung dann trotzdem nach Europa? Ja, das wird nach den entsprechenden Färbe- oder Veredelungsvorgängen in mehreren Prozeduren wieder rausgewaschen, wenn die Chemikalien ihren Sinn erfüllt haben und liegen dann, wenn das in Europa ankommt, unterhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte und schützt also nicht die Produktionsländer vor entsprechendem Einsatz von Chemikalien. Das wird jetzt oder ist jetzt verschärft worden. Bis Dezember 2020 hat die europäische Textilindustrie Zeit, eine neue EU-Verordnung umzusetzen, wo der Chemikaliengebrauch in der Textilbranche weiter eingeschränkt wird. Ja, das ist der Bereich Umwelt oder Ökologie. Im Bereich Menschenrechte gibt es auch inzwischen ein Papier, die UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Das sind Prinzipien, die von dem Wissenschaftler Raggi sozusagen auf ihn zurückgehen und entwickelt wurden. Und die Leitprinzipien beruhen eben nicht nur auf der Anerkennung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Staaten, die der UN angeschlossen sind, sondern es wird auch auf die Wirtschaftsunternehmen, und zwar auf alle, heruntergebrochen. Und der dritte, das ist relativ neu, es wird eben die Notwendigkeit beschrieben, Rechte und Verpflichtungen im Fall ihrer Verletzung angemessen und wirksamen Abhilfemaßnahmen gegenüberzustellen, da aufgenommen. Und das soll allgemein Anwendung finden. Wie reagieren die Staaten darauf? Die Franzosen haben ein Gesetz über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen gemacht. Die möglichen Strafen sind nicht sehr hoch, aber immerhin, es ist ein Gesetz, was große Unternehmen befolgen müssen. Ähnlich so wie bei der Berichterstattung trifft das natürlich nur für einen gewissen Teil der Unternehmen zu, aber es sind einklagbare Rechte vorhanden und das Ganze ist in Gesetzesform gegossen. In Deutschland haben wir es bei dem Freiwilligkeitsprinzip belassen. Die Regierung hat den nationalen Aktionsplan aufgestellt, der in schönen Worten beschreibt, wie also diese Guidelines umzusetzen sind. Der UN-Menschenrechtsausschuss hat Deutschland gerügt wegen des ausschließlich freiwilligen Charakters der Menschenrechtsprüfung. Das ist also 2018 schon passiert. Der Ausschuss kritisiert also, dass die Bundesregierung die Menschenrechte in den verschiedenen Feldern
Agrar-, Handelsinvestitionen, Klima- und Finanzpolitik nicht berücksichtigt hat. In Deutschland ist man jetzt so vorgegangen, hat Marc gesagt, dieses freiwillige Handeln will man evaluieren. Von 7.000 Firmen wollte man die Hälfte anschreiben und befragen. Und das ist im letzten Jahr passiert. Es haben aber nur 400 geantwortet. Und ob man diese Antwort als ausreichend bezeichnen kann, das ist, steht in Frage. Aber es kam dann für diejenigen, die ein Gesetz vermeiden wollen, noch schlimmer. Nur knapp 80 der 400 Unternehmen erfüllen tatsächlich die Anforderungen aus diesen Guidelines. Jetzt ist man an dem Stand, die Regierung ist sich uneinig. Der Arbeitsminister Heil und der Entwicklungshilfeminister Müller wollen ein Lieferkettengesetz machen und sind da auch schon in der Vorbereitung. Das Wirtschaftsministerium sperrt sich noch ein bisschen. Die Umfrage soll noch mal wiederholt werden. Wird sehen, wie das in diesem Jahr ausgeht. Vielleicht können sich aber diese beiden Herren von SPD und CSU gegen doch durchsetzen und zu einem Lieferkettengesetz da kommen. Ja, Minister Müller, der überrascht einen auch mal an anderer Stelle, ist auch der, der dieses Bündnis für nachhaltige Textilien in Gang gebracht hat. Das ist eigentlich die einzige branchenspezifische Initiative der Bundesregierung gewesen, um Nachhaltigkeit in so einer Branche zu fördern. Das Bündnis ist gegründet worden aufgrund der Vorfälle eben in Bangladesch und Pakistan, also nach Rana Plaza und Ali Enterprise, und hat zwei Jahre lang hat es ein bisschen hin und her gewogt, ob das ein Erfolg wird. Man musste sich sehr streiten, denn das Bündnis ist wirklich eine Multi-Stakeholder-Initiative. Es ist sehr breit angelegt. Es sind NGOs drin, Gewerkschaften, Regierungsvertreter, Zertifizierungsorganisationen und Unternehmerverbände. Und die Masse sind natürlich Bekleidungsbetriebe. Der Steuerkreis hat Einstimmigkeit vereinbart, aber alle Gruppen sind da vertreten. Das ist manchmal ein etwas schwieriger Prozess. Aber seit 2016 ist das schon in Gang gekommen. Und die Mitglieder verpflichten sich, ähnlich wie bei BSCI, eben die Standards des Bündnisses einzuhalten. Und sie haben das selbst so benannt als Prinzip der prozesshaften Verbindlichkeit. Das bedeutet im konkreten Fall, man hat sich einem sogenannten Review-Prozess zu unterziehen und muss da Papiere ausfüllen, die den Stand des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit eben dokumentiert, und muss eben Ziele setzen und in den Folgejahren durch sogenannte Maßnahmenpläne zeigen, ja, wie will man sich verbessern, was hat man erreicht. Und das ist ein mühsamer Prozess. Er hat auch dazu geführt, dass ungefähr 20 bis 25 Unternehmen wieder ausgetreten sind, denen der organisatorische und bürokratische Aufwand dafür zu hoch war. Darunter auch sehr fortschrittliche und nachhaltige, aber eben kleine Unternehmen. Das hat also einen gewissen Rückschritt gebracht. Ich glaube, jetzt sind es noch so zwischen 140 und 150 Unternehmen, die ungefähr die Hälfte des deutschen Bekleidungsmarktes abdecken. Es waren schon mal über 160 Mitglied in dem Bündnis für nachhaltige Textilien. Ja, neben dem Textilbündnis also gibt es noch weitere Initiativen. BSCI habe ich schon erwähnt. ZDHC oder CDHC, das heißt Zero Discharge of Hazardous Chemicals. Das ist eine Unternehmensinitiative, die sich gegründet hat als Antwort auf die Detox-Kampagne von Greenpeace, und die arbeiten mit denen ganz gut zusammen, und da sind auch viele große Bekleidungshersteller Mitglied, und da kann man auch einige Fortschritte, was den Einsatz von Chemikalien angeht, feststellen. Es gibt so eine Manufacturing Restricted Substances List, also eine Liste von Chemikalien, die nicht nur im Produkt, sondern auch im Herstellungsprozess verboten sind. Diese Richtlinie hat auch inzwischen das Textilbündnis übernommen als
ja, als Regel für seine Mitglieder, und da ist man schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Um das Thema Sozialstandards kümmert sich die Fair Wear Foundation, aber nur in einem bestimmten Produktionsschritt, nämlich in der textilen Kette, in der Konfektion. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Jetzt nochmal genau zur Textilproduktion. Wir haben das, was man im Allgemeinen so textile Kette nennt. Wir haben hier die sogenannten textilen Vorstufen, die gehen hier bis zur Veredelung. Das ist die Rohstofferzeugung. Da fehlt jetzt leider das Beispiel der Chemiefasern, das habe ich da ergänzt. Dann kommt eben nach der Entkörnung Spinnen und Weben. Auch da fehlt noch eine Alternative, nämlich die sogenannten Non-Wovens, also textile Flächen, die weder gewebt noch gestrickt oder gewirkt werden. Dann kommt die Veredelung, im Wesentlichen färben oder bedrucken und ausrüsten, das heißt wasserabweisend machen oder auch andere Ausrüstungen, also die Optik verbessern und so weiter. Das ist der Bereich mit dem, neben dem Baumwollanbau mit dem größten Chemieeinsatz natürlich. Dann kommt die Konfektionierung und dann geht es in den Handel. Und die letzten beiden Stufen liegen bei uns, bei den Verbrauchern, nämlich den Gebrauch und die Entsorgung der Dinge. So, wenn wir jetzt auf diese Kette gucken, ja, das kann man vielleicht nicht ganz so gut lesen, weil es auch ein Foto nicht geschrieben ist, auch von Greenpeace erstellt worden. Was sind die Belastungen bei den einzelnen Schritten? Bei dem Rohstoff, zum Beispiel bei Baumwolle, ist eben schon erwähnt worden, nicht, da geht es um den hohen Wasserverbrauch, um Pestizide und Insektizide. Baumwolle nimmt 2,5% der Landfläche ein für den Anbau weltweit, aber 25% der Insektizide werden da versprüht. Das macht also die Relation und die Schwierigkeit deutlich. Ja, bei den Chemiefasern steht nicht der Wasserverbrauch im Vordergrund, sondern dass Rohöl als Rohstoff vielfach benutzt wird und noch weitere chemische Stoffe dort eingesetzt werden. Auch beim Spinnen und Weben wird Chemie eingesetzt, zum Beispiel um die Fasern parallel zu machen, Fadenbrüche zu vermeiden und so etwas. Großer Chemieeinsatz bei der Veredelung, bei der Konfektionierung mehr Staub- und Lärmbelastung und auch textile Abfälle natürlich hier. Und ja, zum Gebrauch und zur Entsorgung kommen wir später noch mal kurz. Das sind also die diversen Dinge, die man da zu beachten hat. Hier ist mal eine Übersicht, so wie das alleine mit dem Wasserverbrauch aussieht. Waschen zur Entschlichtung. Entschlichten ist dieses Fasern parallelisieren, um den Spinnen- und den Webprozess zu verbessern und Fadenbrüche zu vermeiden. Da wird so pro Kilo, also Liter pro Kilo, ist das Maß hier für die Zahlen. Und da sieht man fürs Bleichen noch mal 4 bis 5 Liter, je nachdem, ob es merzerisiert wird, also so die Oberfläche nochmal speziell behandelt und glänzend gemacht wird, nochmal einige Liter Wasser, und am höchsten ist natürlich der Wasserverbrauch bei den verschiedenen Färbemethoden. Also da kommt auch beim Veredeln der Prozesse noch einiges zusammen. Der Wasserverbrauch ist eben ein großes Problem der Textil- und der Bekleidungsbranche. Ein Kilo Baumwolle verbraucht also zwischen 10.000 und 17.000 Liter Wasser. In sehr trockenen Gegenden kann es noch deutlich mehr sein. Viele haben vielleicht schon mal dieses Bild vom Aralsee gesehen. Der hat das Wasser geliefert für Kasachstan und Usbekistan für die Baumwollproduktion. Der war mal, ich glaube, 25 Mal so groß wie der Bodensee. Und das ist das, was heute übrig geblieben ist von dem See. Und der Rest ist also verödet, verwüstet, versalzt, und so sieht das dann da aus. Da liegen jede Menge Schiffe noch rum in der Gegend hier, wo inzwischen kein Wasser mehr ist. Der Wasserspiegel ist also um über 20 Meter da abgesunken, bis dann der See eigentlich dann mal verschwunden ist, und die trockengefallenen Flächen sind also jetzt eine Salzwüste. Im Tschad gibt es auch ähnliche Erscheinungen, das ist nicht der Aralsee, aber das ist das deutlichste Beispiel.
Ja, das Thema Pestizide hatte ich schon angesprochen. Es werden also 25% aller Insektizide auf Baumwolläckern verspritzt und obwohl die nur 2,5 der weltweit verfügbaren landwirtschaftlichen Nutzfläche beanspruchen. Und die Pestizidvergiftung wirkt sich natürlich auch auf die Menschen aus, die in dem Bereich arbeiten. Da könnte es natürlich eine Lösung sein, mit genmanipulierten Baumwollpflanzen zu arbeiten. Inzwischen ist 70% der weltweit erzeugten Baumwolle genmanipuliert. Das hat anfangs natürlich auch was gebracht, aber inzwischen ist durch Resistenzen und durch die Beschaffenheit der Böden das auch so, dass der Wasserverbrauch weiterhin sogar angestiegen ist. Und naja, das ist dann so eine Entwicklung. Man wird wieder neue Dinge finden, wie man das die wieder resistent machen kann. Und, aber es ist offensichtlich auch nicht die Lösung. Und dazu kommt, das muss man auch noch mal sagen, natürlich auch die Menge. Wenn die Anzahl hergestellter Bekleidung und Textilien zunimmt, dann nehmen auch diese Probleme zu, weil man auch entsprechend mehr Rohstoffe braucht. Was man dann auch noch beachten muss, wenn man jetzt an den Klimaschutz denkt, hier ist auch noch mal so ein Beispiel aufgezeichnet, wie das so hin und her geht bei der Textilproduktion. Manche Teile laufen dreimal um die Welt, wenn man von der Herstellung der Baumwolle bis zum Verkauf guckt. Hier ist auch so ein Beispiel, wo die Baumwolle aus Indien und Kasachstan kommt und dann verschiedene Stellen, also in Türkei wird gesponnen, aus Großbritannien kommen die Kurzwaren, Reißverschlüsse, Knöpfe und so weiter. In Honduras werden diesmal die Jeans zusammengenäht und so weiter. Und am Ende, nachdem es dann hier in Deutschland oder in Frankreich verbraucht worden ist, wandert es dann als Altkleider nach Afrika, wo dann die Kleiderballen dann da wieder auseinandergenommen werden und, wenn man Glück hat, weiterverwertet werden. Aber auch das ist eben nicht immer der Fall. 80% der Textilien landen ja immer noch in der Müllverbrennung letztendlich. Ja, das sind die Umweltbelastungen und das wird noch angeheizt durch das, jetzt kommen wir wieder zum Thema Fast Fashion, durch die Art, wie die Unternehmen arbeiten. Hier ist mal so ein Vergleich angegeben, der konventionelle Textilprozess dauert 60 bis 90 Tage. Bei so Unternehmen, die 2 bis 4 Kollektionen im Jahr zeigen und arbeitsteilig arbeiten, also wo Handel, Produktion und auch die textilen Vorstufen nach Firmen getrennt sind, nicht nur formal, sondern auch organisatorisch. Das läuft dann über Agenten und Plattformen, wie da zugekauft wird, der traditionelle Bezug. Dagegen ist die vertikale Form und dafür stehen eben die Unternehmen, wie hier steht jetzt Inditex, das bedeutet jetzt für uns praktisch Zara, aber bei H&M oder Primark läuft es nicht viel anders. Da ist diese Zeit sozusagen geviertelt bis gefünftelt, in 12 bis 15 Tagen ist so eine neue Produktion durchgezogen. Das führt dazu, dass dort alle 2 Wochen, ich will nicht sagen eine neue Kollektion, aber neue Ware in den Läden ankommt, dann wird da umgeräumt, damit es insgesamt auch wie eine neue Kollektion aussieht. Und das heißt, zieht die Leute in die Läden regelmäßig und heizt den Verkauf, weil es eben billige Ware ist, auch an. Und das ist auch ein wesentlicher Grund für diese Zunahme von textilen Produkten, die im Umlauf sind. Gucken wir uns mal an, wie dann die ökologischen Belastungen, also die CO2-Emissionen, zum Beispiel für einen Damen-Longshirt aussehen. 100% Baumwolle, ja, da macht die Herstellung ungefähr 40% aus, 12% der Baumwollanbau. Und die Herstellung 28% und dann nochmal 3% der Transport, also 43%, bis dann in die Distribution geht. Ja, bis hier der Bereich des Handels und des Einzelhandels, da haben wir dann hier 24% und der Gebrauch, also wir als Verbraucher, sind nochmal für 33% des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Der steht jetzt darüber in Kilogramm und diese 31% für die Gebrauchsphase, die erscheinen vielleicht ziemlich hoch. Das liegt daran, dass man jetzt, dass das auch vom Gebrauch abhängt.
Nicht? Also wenn man jetzt hingeht, kauft sich bei Primark ein T-Shirt, das wird nie gewaschen, sondern zweimal angezogen, dann weggeschmissen, dann geht das hier gegen Null. Ne? Das beruht darauf, dass so ein Teil ein Jahr lang hält, jede Woche einmal getragen wird und dann gewaschen und auch im Trockner getrocknet wird. Also dadurch kommt diese hohe Belastung von 31% oder 3,3 Kilo CO2-Ausstoß zustande. Also diese Gebrauchsphase kann je nach individuellem Umgang mit dem Bekleidungsstück sehr unterschiedlich sein. Aber das ist sozusagen die Bilanz jetzt für die Umwelt, was so eine Bekleidungsproduktion angeht. Ich möchte jetzt noch den Blick auf die andere Seite der Nachhaltigkeit, auf die Arbeitsbedingungen lenken. Dazu noch mal ein Film, von dem ich hoffe, dass das jetzt genauso gut funktioniert wie bei den anderen auch. Wenn wir uns Kleidung kaufen, wählen wir die Marken aus nach Stil, Preis, Tragekomfort und Qualität. Aber wenn wir mal genau hinschauen, was hinter einer Marke steht, sehen wir die Menschen, die die Kleidung herstellen. Und die arbeiten häufig unter schlechten Bedingungen. Ihre Rechte und Freiheiten werden eingeschränkt. Viele von uns würden gerne Kleidung kaufen, die unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde. Doch in der weltweiten Bekleidungsindustrie kann einem das kaum einer garantieren. Ein Grund dafür ist, dass die Marken meist keine eigenen Fabriken besitzen, sondern ihre Kleidung von vielen verschiedenen Unternehmen herstellen lassen, in einer komplexen internationalen Zulieferkette. Nehmen wir zum Beispiel ein T-Shirt. Zwischen dem Käufer und den Menschen, die das T-Shirt herstellen, stehen ein Geschäft, eine Marke, der Transport, Händler und natürlich die Nähereien, in denen das Shirt hergestellt wird. Hier arbeiten viele Menschen, oft verteilt auf mehrere Fabriken. Je komplizierter das Kleidungsstück ist, umso mehr Personen arbeiten daran. Es gibt also viele Möglichkeiten, bei denen in der Herstellung etwas schiefgehen kann. Und das ist nur ein Teil der gesamten Zulieferkette. Baumwolle beispielsweise wird auf Plantagen angebaut, dann zu Garn versponnen, gefärbt, zu Stoff gewebt oder gestrickt und der wird an die Nähereien geliefert. Das also ist die Zulieferkette für ein einziges T-Shirt. Und das ist nur ein Artikel aus einer ganzen Kollektion einer Marke. Aber jede Marke produziert Dutzende oder Hunderte Designs in jeder Saison und bestellt bei verschiedenen Fabriken. Gleichzeitig produzieren die meisten Fabriken für viele verschiedene Marken. So entsteht ein komplexes Geflecht aus vielen verschiedenen miteinander verwobenen Zulieferketten. Wie können wir in einem so komplizierten System sicherstellen, dass die Menschen, die die Kleidung herstellen, fair behandelt werden? Die Fairwear Foundation konzentriert sich in ihrer Arbeit auf den Teil der Zulieferketten, in dem die Kleidung produziert wird. Nähen ist Handarbeit und deshalb arbeiten hier besonders viele Menschen und gerade dort werden die Menschenrechte besonders häufig verletzt. Die Fairwear Foundation achtet dabei auf 8 Arbeitsstandards, die die Grundrechte der Arbeiter sichern. Sie basieren auf den Grundsätzen der Vereinten Nationen. Die Wahl des Arbeitsplatzes ist frei, ohne Zwang und Nötigung. Es gibt keine Diskriminierung und keine Kinderarbeit. Arbeiter haben das Recht, sich zu vereinigen und kollektive Verhandlungen werden respektiert. Die Löhne sind existenzsichernd und die Arbeitszeiten angemessen. Sicherheit und Gesundheit der Arbeiter werden geschützt und die Arbeitsverhältnisse sind rechtsverbindlich mit einem fairen, gültigen Arbeitsvertrag. Wie werden diese Standards in der Praxis nun umgesetzt? In manchen Fällen ist das ganz einfach. Wenn zum Beispiel Notausgänge abgeschlossen sind, damit Arbeiter keine Pausen machen oder Kleidung stehlen, dann werden hier ganz klar Sicherheit und Gesundheit gefährdet. Das lässt sich relativ einfach beheben. Doch meist werden gleich mehrere Arbeitsstandards verletzt, die außerdem miteinander verknüpft sind. Und manchmal liegen die grundsätzlichen Ursachen außerhalb der Kontrolle des Fabrikmanagements. Ein sehr häufiges Problem sind beispielsweise übermäßig viele Überstunden. In vielen Bekleidungsfabriken arbeiten die Menschen bis zu 16 Stunden am Tag, 6 oder 7 Tage in der Woche. Das sind über 100 Stunden pro Woche und das oftmals monatelang. Wer 16 Stunden am Tag arbeitet, sagen wir von 7 bis 23 Uhr, hat keine Zeit für Familie oder Erholung. Es ist noch nicht mal genug Zeit zum Schlafen. Lange Arbeitszeiten wirken sich auch auf die Qualität der Arbeit aus und auf die Sicherheit der Arbeiter. Die mit Abstand meisten Arbeitsunfälle passieren während den Überstunden, wenn die Arbeiter übermüdet sind. Die Menschen arbeiten trotzdem so lange, weil ihnen manchmal einfach verboten wird, nach Hause zu gehen. Und fast immer sind die Löhne so niedrig, dass die Arbeiter Überstunden machen müssen, um sich überhaupt eine Wohnung, Essen und andere Grundbedürfnisse leisten zu können.
Obwohl übermäßig viele Überstunden gefährlich sind und die Qualität der Produkte leidet, stehen die Fabriken immer wieder unter einem immensen Druck, Kleidung schnell zu produzieren und zu liefern. Sonst verlieren sie ihre Aufträge und die Arbeiter ihre Arbeitsplätze. Die Marken verlangen kurze Lieferzeiten, ändern Bestellungen in letzter Minute und zahlen unverhältnismäßig niedrige Preise. Kleidungsstile werden geändert, es gibt Saisonspitzen und die Fabriken wissen nie sicher, wann sie den nächsten Auftrag bekommen. Das führt dazu, dass sie ihre Kapazitäten überbuchen, ein weiterer Grund für Überstunden. Weil die Bestellungen praktisch unberechenbar sind, erhalten die Arbeiter keine Verträge oder feste Arbeit. Die übermäßigen Überstunden stehen also in direktem Zusammenhang mit Löhnen, Verträgen, Gesundheit und Sicherheit und mit den Geschäftspraktiken der Marken. Die Arbeitsstandards sind noch auf viele weitere Arten miteinander verknüpft. Ein Kernproblem sind existenzsichernde Löhne, mit erheblichen Auswirkungen zum Beispiel auf Kinderarbeit. Wenn Eltern nicht genug für den Lebensunterhalt verdienen, gehen ihre Kinder oft nicht in die Schule. Wenn Arbeiter aber eine eigene Gewerkschaft gründen und kollektiv verhandeln dürfen, können sie die Bedingungen in den Fabriken verbessern. Es wäre natürlich schön, wenn man von den Fabriken einfach gute Arbeitsbedingungen verlangen könnte. In Wirklichkeit sind die Fabriken alleine aber gar nicht in der Lage, all das umzusetzen. Wer also ist für faire Arbeitsbedingungen verantwortlich? Die Fabriken spielen natürlich als Arbeitgeber eine wesentliche Rolle. Sie sind schließlich diejenigen, die die Arbeiter beschäftigen. Aber auch die Marken müssen ihren Teil dazu beitragen. Neben Qualitäts- und Preisförderungen können sie auch angemessene Arbeitsbedingungen verlangen und selbst positiv beeinflussen. Indem sie faire Preise zahlen, realistische Lieferzeiten ansetzen und den Fabriken für zukünftige Bestellungen eine gewisse Sicherheit geben. Die Fairware Foundation arbeitet also auf mehreren Ebenen. Wir überprüfen die Bedingungen der Fabriken in den Produktionsländern und wir verifizieren die Geschäftspraktiken der Marken in Europa. Die Fairware Foundation arbeitet außerdem zusammen mit Gewerkschaften, Arbeitnehmer- und Frauengruppen, mit Unternehmensverbänden, Regierungen und Verbraucherorganisationen in den Produktionsländern und in Europa für langfristige Lösungen. Die Arbeiter selbst können ihre Beschwerden direkt bei der Fairware Foundation vorbringen. Und die Fairware Foundation berichtet öffentlich über die Geschäftspraktiken der Marken, den Fortschritt in den Fabriken und die Beschwerden der Arbeiter. Und hier kommen Sie ins Spiel. Sie können in den Berichten selbst nachlesen, was hinter einer Marke steht und können sich bewusst entscheiden, welche Kleidung Sie kaufen. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie unsere Website fairware.org. Dort sind alle Marken aufgelistet, mit denen wir zusammenarbeiten. Stellen Sie Ihre eigene Einkaufsliste mit Fairware Foundation-Mitgliedern zusammen, die Produkte in Ihrem Land verkaufen. Ja, ich denke, das macht so die Problematik der Arbeitsbedingungen ganz gut deutlich. Wenn man jetzt mal konkret guckt auf das Beispiel, das Foto haben sich auch viele schon gesehen, der Einsturz des illegal erhöhten Hochhauses, in dem viele Fabriken, Textilfabriken in Rana Plaza untergebracht waren. Wir haben jetzt vorletzten Jahr im Rahmen einer Abschlussarbeit war eine Studentin mehrmals in Bangladesch und hat dort Interviews geführt und versucht mal herauszufinden, was sich seitdem getan hat. Und es hat sich was getan. Es gab diesen sogenannten Akkord. Das ist ein Zusammenschluss von Unternehmen, die sich zusammengetan haben mit NGOs und anderen Stakeholdern, um Brandsicherheit und Arbeitsschutz dort in Bangladesch in den Fabriken zu verbessern. Es sind viele Fabriken untersucht worden. Soviel ich weiß, sind 500 geschlossen worden aufgrund der schlechten Bedingungen und einige haben Auflagen bekommen. Also BGMEA, das ist der Unternehmerverbund der Textilunternehmer in Bangladesch, eine einheimische Gewerkschaft, ein Textilunternehmer und eine NGO wurden eben da befragt. Also es ist nichts jetzt statistisch in dem Sinne signifikant, sondern waren qualitative Interviews, um da mal rauszufinden, was sich da getan hat. Die Alliance, also auch eine Multi-Stakeholder-Initiative, hat in eine ähnliche Richtung gearbeitet. Also da sind durchaus Fortschritte erreicht worden. Alle vier Interviewten haben aber übereinstimmend gesagt, Preis- und Zeitdruck durch die Auftraggeber, die auftraggebenden Firmen aus
Nordamerika und Europa hat eher zugenommen, sowohl also der Preis als auch der Zeitdruck bei gleichzeitig steigenden Qualitätsanforderungen. Und sowohl NGO wie Gewerkschaft haben auch zu Protokoll gegeben, dass der Mindestlohn oft nicht eingehalten wird, dass der Mindestlohn in der Regel kein lebensnotwendiger Lohn ist und dass auch Frauendiskriminierung, also ungefähr 80% der Beschäftigten sind ja Frauen in der Textilproduktion, dass das auch weiterhin ein Problem ist. Der Unternehmerverband und die Textilunternehmen haben konkret nach diesen Themen befragt. Also die leben weit weg von EU-Richtlinien, von OECD-Vorschriften und so weiter. Also die erfüllen das, was die Auftraggeber wollen. Wenn die einen Code of Conduct vorgelegt kriegen, den die unterschreiben sollen, dann machen die das, damit die den Auftrag kriegen und haben manchmal eine Fabrik, wo das dann auch alles in Ordnung ist, aber oft viele Unterauftragnehmer nochmal, wo es dann wieder anders aussieht. Ist also sehr schwierig zu kontrollieren. Und das Thema CSR selber wäre in Bangladesch jetzt nicht so ein großes Thema. Also da leben wir hier mit unseren Theorien und Bemühungen manchmal vielleicht auch ein bisschen neben der Wirklichkeit in den eigentlichen Herstellungsländern. Wie wird reagiert auf Anforderungen nach mehr Nachhaltigkeit und nach besseren sozialen Bedingungen? Oft geht es eigentlich in die falsche Richtung. Man macht Produktionsverlagerungen, zum Beispiel jetzt ganz modern nach Afrika, in Äthiopien, wo man sich auch die Deutschen, GIZ und Entwicklungshilfeministerium bemühen, diese Fehler zu vermeiden. Aber Dokumentationen zum Beispiel von Monitor haben gezeigt, dass trotzdem passiert. Die Chinesen lagern schon ihre Textilproduktion nach Afrika aus. In Ruanda gibt es Firmen, die für den chinesischen Markt produzieren, auch Arbeitsbekleidung. Und die schlechtesten Bedingungen gibt es im Moment wohl in der Produktion in Myanmar, wo sehr niedrige Löhne gezahlt werden und die schlechtesten Arbeitsbedingungen sind. Es gibt auch Tendenzen zur Rückverlagerung. Viel wird inzwischen in Bulgarien produziert. Die Zustände, die Löhne sind zwar höher, aber die Randbedingungen sind ja auch anders. Vergleichbare Zustände wie in einigen asiatischen Ländern. Naja, und dann ganz zurück mit der Produktion in die Industrieländer durch Industrie 4.0, durch Digitalhilfsmittel. Das ist auch ein Weg, aber schon Adidas, die hatten die erste Smart Factory, also automatisierte Fabrik hier in Deutschland. Die sind da auch schon wieder auf dem Rückzug. Anders macht es Hugo Boss in Izmir. Die sind sehr weit da mit Industrie 4.0. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber das sind so die Tendenzen in der Industrie da. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf das, was da eben besprochen wurde, Mindestlohn und existenzsichernder Lohn. Die NGOs, zum Beispiel die Kampagne für saubere Bekleidung, nennt einen Lohn, einen lebensnotwendigen Lohn, einen, der diese Felder hier abdeckt. Also, dass man sich ernähren kann, die Miete bezahlen kann, seine Gesundheit in Ordnung halten kann, dass die Kinder zur Schule gehen, dass man sich kleiden kann und mobil sein kann und auch noch Rücklagen bilden kann. Das ist jetzt an den Lohn einer Näherin eine sehr anspruchsvolle Anforderung, die ja nicht mal der Mindestlohn, der bei uns gezahlt wird, in vollem Umfang erfüllt. Aber das nur mal so zum Verständnis, Asian Wayflow heißt dieses Modell und das ist das, was von den NGOs oft gefördert wird. Hier ist mal so eine Zusammenstellung. Was ist der Mindestlohn und was ist der nach solchen Modellen berechnete Existenzlohn? Sie sehen, überall, wo ein Existenzlohn angegeben ist, liegt er so 3 bis 4 Mal höher als der eigentliche Mindestlohn, der gezahlt wird. Und auch wenn die natürlich sehr unterschiedlich sind, je nachdem nach den volkswirtschaftlichen Randbedingungen, ist das sehr schwierig, diese Lücke zu schließen. Und hinzu kommt noch ein anderes Problem. In Bangladesch ist der Mindestlohn inzwischen höher. Der Monatslohn liegt jetzt bei 87 Euro
Und wenn der eingeführt wird, dann dauert das keine 2 Monate, dann steigen die Mieten, dann steigen die Lebensmittelpreise in den Läden rund um diese Produktionsstätten, wo die Arbeiter ja auch vorwiegend auch leben. Und dann entsteht so ein Kreislauf, der die Lücke, selbst wenn sie kleiner geworden ist, dann wieder aufreißt. Also ist schon eine erhebliche Problematik auch. Auch hier dieses Beispiel Indien macht das nochmal deutlich mit dem mit der Armutsgrenze hier bei 1430 Rupien. Hier oben ist die Umrechnung und der Mindestlohn ist 4160 als existenzsichernder Lohn für eine Person, wird 8210 angenommen. Ja, aber wenn ich eine 4-köpfige Familie ernähren will, dann liegt es natürlich noch mal deutlich höher. Und das ist auch die Problematik. Der Lohn wird ja dann nach der geleisteten Arbeit und nicht nach den Familienumständen da bezahlt. Und wenn man das ausreizt, dann verdient nachher eine Näherin mehr als ein Arzt oder so. Das kann auch passieren, wenn man diese Modelle mal hochrechnet. Also das sind zum Teil schöne Forderungen, die Realität sieht dann eben oft anders aus. Es gibt eine Alternative dazu, das nennt sich ACT, das ist ein Unternehmenszusammenschluss von Bekleidungsunternehmen. ACT steht für Action, Collaboration und Transformation und deren Ansatz ist es, Gewerkschaften in den Produktionsländern zu fordern und dann mit den Gewerkschaften zusammenzuarbeiten. Und auf die Weise die Lohnfrage auch zu lösen. Das erste am weitest fortgeschrittene Projekt dieser Initiative ist in Kambodscha, wo es eben auch Textilarbeitergewerkschaften gibt. Und da muss man mal sehen, ob sich das als Modell, als Alternative etablieren kann. Es gehören auch große Unternehmen. Hier aus der Region ist Esprit da zum Beispiel mit aktiv. Da muss man mal sehen, wie sich dieses Modell durchsetzt. So, kommen wir zum Schluss zu dem, was kann man machen, um die Bekleidungsindustrie nachhaltiger zu machen. Also zum einen erinnern Sie sich an dieses Nachhaltigkeitsmodell, wir haben ja 3 Säulen, Ökologie, Soziales und Ökonomie. Also die Unternehmen müssen auch noch Geld verdienen und das ist dieser Ansatz, den Business Case für CSR zu entwickeln, also mit die CSR-Maßnahmen und die CSR-Strategie einer solchen Untersuchung und Bewertung zu unterwerfen, um herauszufinden, zusammen mit einer Risikoanalyse und Erfolgswahrscheinlichkeitsberechnung, ob Nachhaltigkeitsmaßnahmen auch ökonomisch den Betrieb voranbringen. Wenn das gelingt, ist oft das beste Argument, die Unternehmen zu überzeugen. Ja, der Business Case dient dann eben als, als Verknüpfung der strategischen Planung zur operativen Umsetzung. Wenn das gelingt, dann kann man eine CSR-Strategie im Unternehmen implementieren. Hilfreich kann dafür etwas sein, was Sie wahrscheinlich aus einem anderen Zusammenhang kennt, das Thema ESG. Das ist ja die Abkürzung für Environmental Social Governance und ist ein etabliertes System, um Finanzinvestitionen auf Nachhaltigkeit zu prüfen bzw. mit Nachhaltigkeitsmerkmalen auszustatten. Und wenn es gelingt, Investoren, seien es Banken oder Privatinvestoren, Investitionsfirmen, Fonds und so weiter dafür zu gewinnen, nach diesen Kriterien zu investieren, dann ist das natürlich für den Business Case von Vorteil, weil das die Bewertung natürlich beeinflusst, wie die Investitionsentscheidungen fallen und wie die unterstützt werden. Wenn also Nachhaltigkeit bei den Investitionsentscheidungen eine Rolle spielt, dann wird das auch den Business Case befördern. Ansonsten macht man dann so eine Analyse, so ähnlich wie eine Potenzialanalyse in 4 Feldern und hofft, dass die jetzt aufgeführten Ziele da durchschlagen. Also einmal, dass man durch nachhaltige Produkte neue Kunden und Marktanteile gewinnt, dass man Kunden durch ein grünes Image besser binden kann, dass CSR zu Innovationen führt, zu besserer Qualität,
Energieeinsparung, Reduzierung toxischer Chemikalien, sozialverträglichere Produktion und damit auch zur Risikominimierung im Hinblick auf Umwelt- und Arbeitsschutzfragen. Man hofft, dass Motivation und Zufriedenheit der Arbeiter zunehmen, und die Mitarbeiter sind oft für diese Maßnahmen auch sehr empfänglich, weil die Mitarbeiter auch davon profitieren durch bessere Weiterbildung, durch bessere Randbedingungen und so weiter. Denn diese soziale Komponente bezieht sich nicht nur auf die Zulieferer in der Kette, sondern natürlich auch auf die Mitarbeiter im eigenen Betrieb. Beispiele für solche Business Case Entwicklungen haben wir auf der Internetseite hier von unserem Institut. Ich zeige noch mal kurz, das ist hier auf der CSR-Seite, CSR-Textilbekleidungsseite zu sehen. Da sind beispielhaft Business Cases aufgeführt, grüne Logistik, Arbeitsbedingungen, Veredelung, also ein textilspezifisches Thema und Arbeitgeberattraktivität. Die Broschüren, die dazu entwickelt worden sind, kann man sich da runterladen, alles frei verfügbar, muss man nur die Seite, die Sie auf der Folie dann ja finden, mal aufrufen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, nachhaltiger zu werden, ist die Transformation der Textilbranche auch in eine Kreislaufökonomie. Das ist nicht ganz einfach, weil anders als beim Umgang mit zum Beispiel mit Metallen oder anderen Rohstoffen wird es nicht gelingen, diesen Kreislauf mit einem Textil beliebig oft zu durchlaufen. Irgendwann, also nach 2 oder 3 Umläufen, ist es einfach verschlissen und dann muss es doch irgendwie entsorgt werden. Aber man kann schon einiges verbessern, mehr reparieren, Wiederverwendung des Materials. Also es gibt schon verschiedene Schienen, wie man da in die Kreislaufwirtschaft einsteigen kann. Beim Recycling gibt es allerdings ein paar Probleme. Und ein großes Problem ist das, was man Sortenreinheit nennt. Wenn Sie eine PET-Flasche haben, zum Beispiel, haben Sie vielleicht schon mal gehört, dass die zerlegt werden und daraus Polyesterfasern hergestellt werden. Das geht relativ gut, weil das sortenrein ist. Wenn Sie jetzt aber ein paar Strümpfe haben, zum Beispiel 80% Baumwolle, 15% Polyester und 5% Elastan, dann lohnt sich das Recyceln nicht, also in dem Sinne. Denn um diese Stoffe auseinanderzukriegen, reichen mechanische Prozesse nicht aus. Sie müssen chemisches Recycling einsetzen, das ist sehr energieintensiv und bedarf auch des Einsatzes von Chemikalien und so. Man muss mit hohen Temperaturen arbeiten, um da neue Fasern herzustellen. Und im Moment ist das oft eben unwirtschaftlich. Also es ist sehr viel teuer, diese recycelte Ware herzustellen als neue. Und der Verbraucher ist auch nicht so ganz offen für die recycelte Ware. Wenn er schon sieht, das ist recycelt, dann denken viele ja an gebrauchte Dinge und meinen, das wäre mit einer Qualitätseinbuße verbunden. Das zeigen auch Umfragen, dass es auch noch schwieriger ist, diese Dinge in den Markt zu bringen. Trotzdem sollte man da weitermachen, denn durch die jetzt durch Klimagesetzgebung und Klimaschutzmaßnahmen werden sich da auch die Gewichte verschieben. Es werden Dinge günstiger werden, auch durch Forschung, und andere teurer werden, sodass sich auch solche Dinge verschieben. Man soll also nicht locker lassen und auch an den Recyclingverfahren weiterarbeiten. In der Textilbranche besonders schon zum Einsatz gekommen ist Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege, ein System, das einen technischen Kreislauf für Gebrauchs- und einen biologischen für Verbrauchsprodukte ansetzt. Und die muss man, wenn man in der Textilbranche ist, verknüpfen. Da muss es Übergänge von der einen in die andere Seite geben, weil das so fein leider nicht zu trennen ist. Das setzt aber ein sehr gutes Design der Produkte voraus. Sie müssen sich also schon, bevor das Produkt überhaupt hergestellt wird, überlegen, welche Stoffe setzen Sie da ein, was kombinieren Sie miteinander, damit einmal am Ende diese biologische Abbaubarkeit
gewährleistet ist, damit die Wiederverwendung gelingt und Demontage und Abfallverwertung wirtschaftlich bleibt. Also setzt auch große Anforderungen an die Designer. Ich habe das mal hier Sustainable Design genannt bei der Übersicht. Also Zero-Waste-Ansätze, Abfallvermeidung, neue Materialien erfinden und auf Sortenreinheit hinarbeiten bei der Produktentwicklung. Eine andere Möglichkeit, nachhaltiger zu werden, sind eben neue Materialien. Führend die Firma Lenzing aus Österreich, vielleicht haben Sie schon mal von der Tencel-Faser gehört, das ist eine Faser, die aus Buchenholz, zuerst wurde Eukalyptus genommen, Buchenholz ist etwas umweltfreundlicher und da werden also neue Fasern hergestellt und das ist auch ein interessanter Ansatz. Inzwischen haben die auch für ihre Tencel-Faser ein Recyclingverfahren, ein wirtschaftliches Recyclingverfahren unter dem Namen Refibra ausgebracht. Also das ist auch eine Möglichkeit, die in diesem Bereich hier fällt, neue Materialien. Die anderen Dinge, die man da so hört, Stoffe aus Algen, aus Milch, aus Brennnesseln und so weiter, gibt es auch alles, gibt es auch Versuche, sind aber bis jetzt Nischenprodukte gewesen und werden das wahrscheinlich auch bleiben. Ja, was ist noch nachhaltig? Natürlich, was eben schon mal anklang in dem einen Film, Kleidertausch oder Kleidermietmodell. Es gibt eine holländische Firma, die vermietet Jeans zum Beispiel und die sind mit ihrem Geschäftsmodell ganz erfolgreich. Aber wie gesagt, das deckt auch nur einzelne Segmente ab. Dann kann man versuchen, durch digitale Hilfsmittel nachhaltiger zu werden. Man kann Produktionsschritte optimieren durch Simulationen und auch Dinge durch technischen Einsatz verbessern. Man muss immer gucken dann, was ist nachhaltiger, ne? Der Energieverbrauch für die digitalen Hilfsmittel oder die eigentliche Produktion. Aber es findet im Bereich technische Textilien schon weitgehend so statt und das ist auch eine Möglichkeit, nachhaltiger zu werden und natürlich nachhaltiges Lieferkettenmanagement unterstützt mit digitalen Hilfsmitteln, um Transparenz sicherzustellen. Was in dem Film von der Fair Wear Foundation anklang, ist auch wichtig, dass die Firmen, die Auftraggeber sich engagieren in den Produktionsländern, lokale Gewerkschaften unterstützen, langfristige Lieferantenbeziehungen eingehen. Ich habe mal gelesen, H&M, die haben so eine Kooperationsdauer mit den Lieferanten von im Schnitt so 2 Jahre. Wenn sie da so Kontrollen durchführen für Zertifizierungen, da kann gar nicht mal jede 10. drankommen in dem Zeitraum, dann sind die schon wieder ausgemustert. Also langfristige Lieferantenbeziehungen garantieren auch den Produzenten dort bessere Arbeitsbedingungen den Mitarbeitern einzuräumen und Mitarbeiter- und Management-Schulungen, das wären auch wichtige Dinge. Und natürlich, jetzt kommen wir zum Verbraucher und zum Nachhaltigkeitsziel Nummer 12, nachhaltiger Konsum. Also der Verbraucher muss auch mitspielen, muss nachhaltige Kleidung kaufen wollen und letztlich hilft auch nur ein weniger ist mehr, dass man von Fast Fashion wieder wegkommt und Richtung Slow Fashion, das kommt gleich noch. Ich will, bevor ich jetzt auf Slow Fashion zum Schluss eingehe, Zeit ist schon um, eben noch schnell die Zertifikate zeigen und da sehen Sie schon, wenn Sie die Bilder sehen hier, dass das ein großer Wirrwarr ist, was es alles an Textilzertifikaten gibt. Wenn Sie jetzt Ende Januar in Berlin zur Modewoche auf die Nachhaltigkeitsmesse Neonyt gehen, da werden Sie sehen, fast alle Aussteller, die da antreten, haben dieses GOTS-Zertifikat, Global Organic Textile Standard. Das ist aber nur für Bekleidung, die aus Biobaumwolle hergestellt ist. Und Biobaumwolle ist nur 1% der weltweiten Baumwollproduktion. Das ist also für nachhaltige Bekleidung ein gutes Konzept. Der GOTS-Standard deckt auch ab der Baumwollernte die gesamte textile Kette ab bis zum Handel, aber ist natürlich auch nur wegen der Festlegung auf Naturfasern eingeschränkt
da anwendbar. Outdoor-Hersteller arbeiten oft mit dem Blue Sign-Label. Das ist eins, was nur für einen Umweltstandard arbeitet, mit Chemikalienlisten und berät die Unternehmen bei der Herstellung von den entsprechenden Textilien. Zum Beispiel VD ist einer dieser Hersteller, der mit Blue Sign und der Verwehr Foundation zusammenarbeitet. Für die macht GOTS hier zum Beispiel eben dann keinen Sinn. Ja, und ganz neu, der grüne Knopf von Minister Müller, das staatliche Textilsiegel. Da gibt es jetzt noch nicht so viele Firmen, die da beigetreten sind. Das Prinzip ist, man prüft die Unternehmen und man prüft die Produkte. Das Siegel ist aber erstmal nur produktbezogen und man erkennt vorhandene Siegel an. Also wer schon GOTS zertifiziert ist oder wer Fairtrade-Baumwolle verwendet oder Made in Green von Ökotex als Siegel hat, dann ist schon diese eine Hälfte der Prüfung praktisch bestanden. Das ist alles auf der Internetseite vom grünen Knopf sehr gut beschrieben und da finden Sie auch die Firmen, die schon beigetreten sind und viele weitere Informationen. Das Textilbündnis, was ja damit zusammenhängt, hat auch eine Seite Siegelklarheit, wo man viel Informationen über die andere Siegel, über die anderen Siegel findet und da kann man also sich auch etwas daran orientieren, wenn man nachhaltig kaufen will. Daneben gibt es dann noch Sozialstandards. Die International Labour Organization hat ja ihre Arbeitsstandards und darauf fußen andere Sozialstandards noch auf und Dinge, die nicht als Label, sondern als Mitgliedschaft in einer Multi-Stakeholder-Initiative zum Tragen kommen, schon erwähnt, Fair Wear Foundation, Textilbündnis, BSCI und ZDHC. Ich habe hier eine Übersicht, wie Gott sich zu den SDGs verhält. Da ist auch ein Link zum Film, wo man mal sehen kann, wie so eine Zertifizierungsorganisation arbeitet. Das überspringen wir jetzt. Ich zeige Ihnen mal so eine Siegelübersicht von Cotonea ist die, die so deutlich macht, wo die einzelnen Siegel ihre Stärken haben und dass auch zum Beispiel Cotton Made in Africa oder Better Cotton Initiative, dass das keine Bio-Siegel sind. Die Baumwolle ist zwar nachhaltiger und auch mit weniger Wasser produziert, aber erfüllen nicht die Kriterien, die diese Nachhaltigkeitssiegel und Zertifikate, die hier aufgeführt sind, eben aufweisen. Aber letztlich bei all diesen Dingen, mit denen man jetzt nachhaltige Bekleidung kaufen kann, muss man am Ende sagen, letztlich, es ist so ähnlich wie auch bei der CO2-Ausstoß, wir können alles verbessern und optimieren, am Ende wird man auch auf Dinge verzichten müssen. Also weniger ist mehr. Professor Finken hier sagt, Fast Fashion beruht auf einem doppelten Diebstahl. Die Konzerne klauen die Schnitttechnik der Designer und berauben die Textilarbeiter eines anständigen Lohns. Und dagegen setzt Heike Bayer dieses Thema eben Slow Fashion, was eben bedeutet, dass weniger, aber sorgfältiger hergestellte Kleidung gekauft werden soll, dass Mode, die etwas kostet, aber im Gegenzug unter menschenwürdigen und ökologischen Bedingungen produziert wird, der Trend sein sollte, um mit besseren Stoffen und ausgereiftem Design eben zur Entschleunigung im Kleiderschrank, wie Sie das nennen, zu kommen. Der Slow Fashion Monitor gibt da eine Übersicht. Da stehen auch nochmal Dinge, die ich am Anfang so erzählt habe. Ein einfaches T-Shirt sollte 21 Monate halten, ohne dass es schon verzogene Nähte, ausgewaschene Farbe und einzelne Löcher hat. Wo kann man solche Sachen kaufen? Hier sind 5 Online-Shops angegeben. Ein wichtiger ist in dieser Quelle vergessen worden, der Avocado-Store. Das sind also Quellen, wo man nachhaltige Kleidung bekommen kann. Und das können Sie, wenn Sie sich die Folien dann nochmal im Internet ansehen, auch nochmal rausholen. Ich will schließen mit einer Zeugin für das Thema Slow Fashion, eine bekannte Designerin, Vivian Westwood. Das ist ein Foto von vor 2 Jahren, als sie unseren Fachbereich in Mönchengladbach besucht hat. Und
Da war auch ein Statement, die Leute kaufen zu viele Kleider und das Motto, was über ihrem Pariser Laden steht, how to buy less, choose well and make it last, ist dann so die Aufforderung an ein entsprechendes Konsumentenverhalten. Ja, mit dieser Aufforderung möchte ich dann schließen. Falls einige noch gucken wollen, gehe ich nochmal zurück auf diese bekannten Modeshops und Internetplattformen. Vielleicht möchte das noch jemand sehen, aber es ist auch in den gespeicherten Folien dann nachher möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und schönen Abend.